Hallo und herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Livestream. Ich stelle hier noch den Start an, damit ich weiß, wann ich das Thema wechsle. Ich habe hier eine Stoppuhr, damit ich, wenn ich auf Facebook oder auch in der Gruppe das poste, dass dann steht, welches Thema wann beginnt. Ich probiere eine Dienstleistung zu erweitern. Okay, ich beginne gleich. Also, ich habe beide Fragen per Mail erhalten und hier sind sie. Die erste: Ich bin durch Verschiedenes, was in den letzten Monaten passiert ist, in eine Abwertungsspirale meiner Vorgesetzten gegenüber geraten. Aus meiner fachlichen Überlegenheit auf einem bestimmten Gebiet, in Klammer, das ist meine Einschätzung, Klammer geschlossen, ist eine menschliche Überlegenheit geworden. Ich habe den Eindruck, dass meine Argumente zu gewissen Dingen, sicher auch wegen meiner Abwertungshaltung, momentan ungehört verhallen. Das macht mich wütend und verschlimmert wiederum die Abwertung. Wie kann ich aus der Abwertung herauskommen und eine Gleichwertigkeit erreichen? Ja, genau. Wie macht man das? Also, als allererstes sage ich etwas Systemisches, weil das so wichtig ist, weil wenn du das Systemische nicht einhältst, dann wird es schwierig für dich und deine Vorgesetzte, weil du bist dann nicht auf dem richtigen Platz. Deine Vorgesetzte ist deine Vorgesetzte, egal was sonst passiert. Und diesen Respekt, den bekommt sie von dir. Und wenn sie den nicht bekommt, dann merkt sie das natürlich. Ihr wisst, wir alle haben dieses Nervensystem, das sowieso das sofort merkt. Wenn sie also merkt, dass du in der Abwertung bist, auch wenn das ein unbewusstes, diffuses Gefühl ist, dann kommt ein Widerstand, der bewirkt, dass sie dir ungern zuhört und selbstverständlich dann nicht in Verbindung ist. Das hast du auch nicht gerne, wenn du in dieser Rolle bist, die vorgesetzt ist oder die einen Vorrang hat, einen systemischen. Das kann man so ganz gut merken bei älteren Menschen, die viel mehr Lebenserfahrung haben, egal was sie gemacht haben, einfach hier schon länger leben. Und jemand Jüngeres kommt, vielleicht eben erst erwachsen geworden und beginnt, gute Ratschläge zu geben oder zu sagen, wie das Leben funktioniert, nicht? Das ist unangenehm, weil die Leute dann nicht auf dem richtigen Platz stehen. Das heißt, einerseits, wie kannst du systemisch auf den richtigen Platz wieder stehen? Also kannst du da stehen und wissen, du bist, auch wenn du auf einem Gebiet mehr weißt, du bist die Mitarbeiterin und sie ist die Vorgesetzte. Und dieser Respekt gebührt ihr. Das hat etwas mit Einordnen zu tun. Das ist manchmal gar nicht so einfach, wirklich auf diesen Platz zu stehen und da zu stehen, auch wenn du weißt, ich habe aber mehr von etwas anderem, was sie nicht hat. Sie ist nicht verpflichtet, als Vorgesetzte in allen Gebieten gleich viel zu wissen oder gleich viel zu können wie du. Das muss nicht unbedingt sein. Das ist so die Situation, wenn bei Geschwistern kann man das ganz gut sehen. Die Jüngste gehört auf den jüngsten Platz, egal wie viel Kraft sie hat. Und das ist einfach ganz wichtig, dass das klar ist. Also, das ist die systemische Situation.
Wie kannst du da auf deinen Platz stehen? Du kannst das aufstellen, wenn du gerne möchtest. Steh einfach auf deinen Platz und schau mal, wie ist das dort auf deinem Platz, wenn sie in dieser Rolle ist als Vorgesetzte? Was hat's dort noch? In der Regel, jetzt komme ich zum Kommunikativen, in der Regel drückst du dich nicht besonders klar aus, wenn du eine Abwertung hast, weil du nicht klar bist, was dein Bedürfnis darunter ist. Dein Bedürfnis, gehört zu werden, ist ja nur ein Teil. Aber was hat es denn sonst noch? Neben diesem Bedürfnis, gehört zu werden, das du hier beschreibst, was hat es sonst noch an Bedürfnissen? Geh in die Bedürfnisliste. Du hast die Bedürfnisliste, das weiß ich von dir. Geh in die Bedürfnisliste und schau dadurch, was es sonst noch hat. Unter der Wut hat es immer ein Bedürfnis. Erkenne dieses Bedürfnis und geh diesem Bedürfnis entlang und werde da klarer, was brauchst du denn von deiner Vorgesetzten, dass du sie wieder achten kannst? Was brauchst du von dir? Also hat es da noch ein Bedürfnis unten drunter, wo du auch dir irgendeine Wertschätzung geben kannst oder sogar musst, wo du auch dir Aufmerksamkeit geben kannst? Das ist auch ganz wichtig. Also verfolge als erstes mal dieses Bedürfnis unter der Wut. Ihr wisst, unter jeder Wut, unter jedem Ärger hat es ein unerfülltes Bedürfnis. Also wie kannst du da diesem Bedürfnis nachgehen? Mal so viel. Und dann, wenn du rausgefunden hast, wie das steht mit deinem Bedürfnis und sich das nicht klärt, dann kommentiere wieder und mach den nächsten Schritt. Mal so viel zu diesem, wie komme ich aus der Abwertungsspirale. Und schau mal, ob du da nicht zum Schluss, schau mal, ob du da nicht auch dich in irgendeiner Form abwertest. Weil das gehört häufig mit zur Abwertungsspirale, dass es entweder gegen außen eine Abwertung gibt oder auch gegen innen. Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Erforschen und ich nehme an, ihr wisst, wir kennen das alle, solche Geschichten. Wenn dir gerade so etwas passiert, erforsche das und schau, wie es dir geht damit. Für diejenigen, die das nicht wissen, du kannst die Soforthilfe Kommunikation auf meiner Webseite rbvnow.ch kannst du dort abholen als Download. Und da hat im Anhang hat es die Bedürfnis- und die Gefühlsliste. Das kannst du tun. Also gut. Und jetzt schaue ich hier mal, wie das ist mit der Stoppuhr, damit ich das weiß, wann das dann aufhört. Ja, genau, dann kann ich hier stoppen. Super. Dann kommt das nächste Thema. Was mir unter den Nägeln brennt, wie damit umzugehen, ist Folgendes. Wenn andere sehr unaufmerksam sind in Gesprächen, zwar wollen, dass man ihnen erzählt, aber einem dann schon im ersten Moment ins Wort fallen, so dass man keine Chance hat, weiter zu erzählen und auszuführen, was man sagen wollte. Nicht zuhören, multitasken nebenher, eventuell am Computer zur selben Zeit Dinge nachsehen oder ihre schon älteren Kinder unterbrechen lassen, man dadurch auch keine Möglichkeit hat, überhaupt zu sagen, was wichtig auch für das Verständnis ist. Und dann kommt
kommen weitere Beschreibungen, wie man dann, also wenn man das ansprechen will, dass dann da keine Reaktion ist, das Gegenüber sich zurückzieht und das Gegenüber nicht gut erreichbar ist. Und dann, was macht man denn da? Wenn da gar nichts mehr kommt und es so frustrierend ist für die Person, die hier klären will, die hier von sich erzählen will, was macht man da? Ja, was macht man da? Meine erste Frage an dich, wenn sich das wiederholt, ist, weshalb bist du mit dieser Person befreundet oder mit dieser Person zusammen? Das wird hier nicht ganz sichtbar, wie die Beziehung ist. Weshalb bist du hier in Beziehung? Was ist hier dein Gewinn? Es hat immer einen Gewinn für uns, immer. Auch wenn wir das nicht sehen oder es für uns nicht gerade sofort erkennbar ist, wenn man da ein bisschen gräbt, dann wird immer sichtbar, da hat es etwas, was für uns ein Gewinn ist. Auch wenn dieser Gewinn, wenn wir ihn erkennen, so ein bisschen absurd erscheint. Das ist so das Erste, das ich finde, kannst du dem mal nachgehen, um einfach hier für dich eine Klärung zu finden. Und dann ist die Frage, was machst du, dass du nicht in die Opferrolle gerätst? Weil immer wenn wir so ins Leere laufen oder wenn wir scheinbar dominiert werden, dann geraten wir ja ganz schnell in die Opferrolle. Und das ist wirklich eine ganz, ganz große Übungssache, aus dieser Opferrolle auszusteigen. Und wie mache ich das? Es ist immer, ich kann wirklich sagen, immer so, dass wenn wir hier nicht den Weg finden, wie wir zum Beispiel, wenn wir uns mitteilen wollen und jemand anderes da uns scheinbar nicht zuhört, sich unterbrechen lässt, all die Geschichten, die hier kommen. Es gibt eine Unmenge anderer Möglichkeiten auch noch, die uns ja das Gefühl geben, mir wird nicht zugehört. Also, wie kann ich da klar reagieren? In 99% der Fälle sagen wir nichts und probieren uns irgendwie dahin durch zu navigieren. Oder wir beginnen Vorwürfe zu machen. Ich weiß nicht, wie du es machst, so wie es scheint. Versuchst du freundlich zu bleiben? Versuchst du das anzusprechen? Und dann ist die Frage, wie kannst du klar bleiben? Das allererste ist, welche sind deine Bedürfnisse in dieser Beziehung? Was willst du von dieser Person außer gehört werden? Und weshalb willst du von dieser Person gehört werden? Wie ist der systemische Hintergrund? Oder welche Geschichte habt ihr, dass du das möchtest? Das ist das. Okay, jetzt hat es mich kurz rausgehauen. Was möchtest du von dieser Person? Was läuft hier für dich ab? Und zwar nicht von der anderen Seite her, sondern für dich. Und wie kannst du über dich und deine Reaktion nachdenken und die klären, bevor du zum Gegenüber gehst? Da kannst du auch wieder die Soforthilfe runterladen. Da kannst du schauen, was brauchst du denn und wie sind deine Gefühle? Wie kann ich aus diesem
Ohnmächtigen, wir sind ja dann ohnmächtig, wie kann ich da aussteigen? Indem ich klar werde. Indem ich sage, ich habe jetzt den Eindruck, du hörst mir nicht zu. Ich bin irritiert. Hier, Gefühl, ich bin irritiert. Wertfreie Beobachtung. Ich habe den Eindruck, da bin ich schon an der Grenze einer Interpretation, aber ich sage, es ist mein Eindruck. Also, dass du mir nicht zuhörst. Ist das so? Ist das so, dass du mir nicht zuhörst? Oder wenn jemand unterbricht? Man kann das ja nicht so genau sagen, ob jemand surft am Computer, währenddem ich spreche, oder wenn ich telefoniere, oder wenn ich zoome, oder so. Oder wenn ich sehe, dann ist es so, dass ich sagen kann, ich bin irritiert, dass du, währenddem ich spreche, am Computer bist. Das irritiert mich einfach. Ich möchte gerne, und hier ist dein Bedürfnis, ich möchte gerne die volle Aufmerksamkeit. Das ist nicht für alle Menschen so. Aber wenn du so bist, dass du die volle Aufmerksamkeit haben musst, dann gib das bekannt. Ich möchte gerne, dass du ganz auf mich konzentriert bist und auf das, was ich dir erzähle. Und du kannst auch fragen, das ist eine Bitte. Also da hast du das Bedürfnis nach Information und dann ist die Bitte, kannst du mir sagen, weshalb du nicht konzentriert zuhören kannst. Wie ist das für dich? Weil die Leute, wir hatten es schon in einem anderen Livestream darüber, die Leute sind ganz unterschiedlich unterwegs, wie sie im Gespräch sind. Also klarer Ausdruck deiner Bedürfnisse. Bleib ganz bei dir und frage nach und mach keine Interpretationen. Das ist die Hauptsache. Mach keine Interpretationen übers Gegenüber. Also du hörst mir nicht zu. Wissen wir das? Das tönt jetzt ein bisschen abwegig. Und weil man, wir sehen es ja, dass du mir nicht zuhörst. Aber da sind die Leute unterschiedlich. Und zwar total unterschiedlich. Und kann ich dann danach fragen und dieses Thema auf diese Art und Weise ansprechen? Weil wenn ich einen Vorwurf mache, und das mache ich, wenn ich sage, du hörst mir nicht zu. Ich bin nicht ganz sicher. Wenn ich sage, du machst das und das und das und das geht für mich nicht. Bring dein Bedürfnis. Sprich von dir. Sonst wird es einfach schwierig. Also Klarheit und Zuhören, Empathie. Also hör dann zu. Und wenn die Person nicht darüber sprechen will, auch wenn du nur von dir sprichst, also nicht im Widerstand, sondern auch wenn du nur von dir sprichst, dann ist das zu akzeptieren. Dann heißt das, dass du mit dir schauen musst, wie du da weiterkommst. Das ist unangenehm. Das haben wir nicht gerne. Und doch sind wir da aufgefordert zu schauen, okay, wie kann ich bei mir weiterschauen, was ich brauche, also Selbstempathie, was ich brauche, damit ich aus diesem Frust rauskomme und auch aus diesem Ärger. Der Frust und der Ärger, das ist ja immer das eigene Gefängnis, weil unsere Reaktion auf etwas immer nur unsere Reaktion ist. Jemand anders kann anders reagieren. Da geht es um unsere Prägung wieder. Also wie kannst du mit dir selbst empathisch sein und wie kannst du mit dir ins Gespräch kommen dann und schauen, okay, wie komme ich hier aus der Situation wieder raus?
Weil wenn du da drin bleibst, dann ist dein Körpersystem sehr angestrengt, weil du hast dauernd Adrenalin im Blut. Ich habe es mal geschafft, vor vielen Jahren 3 Wochen lang in einer Wut zu sein, weil ich nicht da raus konnte, weil mich etwas derart verärgert hat. Bis ich dann, es war zum Glück dann das letzte Mal, bis ich dann gemerkt habe, du meine Güte, die andere Person merkt das gar nicht. Das nützt niemandem, weder mir noch der anderen Person. Und dann habe ich damit aufgehört, Gott sei Dank. Es tut meinem Nervensystem besser. Probiert das mal, wenn ihr in diese Ohnmacht kommt, da auszusteigen und zu schauen, selbstempathisch, klar nach euren Bedürfnissen zu suchen. Das ist der Ausweg. Mal soweit für heute. Oh, wir haben schon wieder 20 Minuten, genau. Also gut, bis nächste Woche. Tschüss.